Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Dawn of Defiance. Dawn of Defiance. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen das Gebiet erkundet, haben Hartholz gefunden. Wie heißt es nochmal? Hartharz. Und warum sind die Barren? Warum sehen die so aus? Hä? Anscheinend irgendein Grafikfehler oder so, keine Ahnung. Ist hier aber auch egal, darum soll es nicht gehen. Wir werden nämlich heute weiter erkunden und wir sollten mittlerweile auch wieder ein paar Bretter fertig haben. Das heißt, wir könnten noch mal ein wenig an der Base rumbasteln. Ein bisschen Holz würde ich gerne aufbauen. Warte mal, könnten wir auch Hartholz da reinhauen? Ich glaube nicht, ne? Ne, nur Softwood. Aber warte mal, haben wir nicht irgendein Rezept mit Hartholz? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ich wollte mal ganz kurz einmal durchschauen. Das haben wir. Haben wir das? Ne, das haben wir nicht. Wir brauchen noch Wolfsblut. Das haben wir. So ein schönes Bett können wir mal machen eigentlich. Wir müssen mal ein bisschen mehr hier die Räume ausbauen, sondern ich würde aber ganz gerne erstmal die Wände und so fertig haben. Haben wir. Ja, gut, so ein Ding jetzt nicht. Ist auch jetzt nicht unbedingt nötig. Haben wir. Schmelze haben wir eigentlich alles. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall neue Rezepte. Aber warte mal, irgendwie meine ich, irgendwas konnte man mit Hartholz machen, aber ich weiß nicht mehr was. Simple Blade, Simple Pickaxe. Wir konnten auch eine bessere Picke machen, oder? War das hier? Tools. Ja, die sollten wir auf jeden Fall machen. Oh. Teuer. Kann ich nichts mehr schmelzen? Bitte komm. Das ist blöd, weil ich war auf dem Rückweg nämlich kurz hier in der Wüste gewesen. Bin hier vorbeigelaufen und hier gibt es was zum Abpicken. Ich weiß nicht was, aber wir brauchen da die bessere Picke für. Warte mal, Tiere habe ich nicht. Und die Axt kostet auch 18, klar. Natürlich. Natürlich. Was denn auch sonst? Bei Hartholz war nichts, ne? Bitte irgendwie. Was ist das hier überhaupt? Ach so, so eine Falle, ne? Ah, gut. Muss nicht sein. Ersatzrüstung. Nee, warte mal. Doch, okay, gut. Gut, da würde ich sagen, basteln wir noch ein bisschen rum. Und ja. Hauen mal vielleicht das Dach hier so ein bisschen rein. So, sorry. Dumm. Wooden Roof Flat. Jetzt müssen wir es nur in die richtige Richtung machen. So, oder? Gut, wir müssen noch schauen, wie wir das hier machen, ne? Ich glaube, hier wird es ein kleines Problemchen. Ja, hallo? Ey! Damit wir hier langsam mal zu haben, unseren Karton. Warte mal, wenn ich jetzt hier so mache, kommen wir dann hoch? Sieht nur sehr eng aus. Nee. Ja, warte mal, wenn ich jetzt hier noch drauf klatsche, wie machen wir das dann zu? Ja, gut, ich bin wieder pleite. Ich habe schon ungefähr eine Idee, kann ich jetzt aber nicht zeigen, weil ich nichts mehr habe. Den würde ich gerne aufbewahren, den Rest. Gut, ja. Das sieht doch schon mal toll aus. Wir machen weiter. Ich habe zum Reparieren, da. Wir haben noch ein paar Pfeiler, sollte reichen eigentlich. Wir haben Platz, wir haben ein bisschen Fleisch. Sagen, das passt. Dann gehen wir nämlich diesmal. Hier, war ich hier oder bin ich einfach. Nee. Vielleicht hier und dann hoch. Den Rest erkunden. Ich würde sagen, das ist ein guter Plan. Dann können wir auch nochmal vielleicht irgendwie ein bisschen Kupfer finden oder so. Hoffe ich. Wir brauchen echt noch eine Menge Kupfer. Und hier irgendwo ist ja wieder dieser Boss, der streunert hier rum, ne? Also, ich glaube, von dem sollten wir erstmal Abstand nehmen. Sobald wir nochmal eine bessere Waffe haben, dann können wir uns mal an den Rand trauen. Aber ansonsten würde ich sagen, lassen wir das mal. Wir sammeln wieder einfach ein bisschen Müll.
was wir mitnehmen können, nehmen wir natürlich mit. Und mir wurde auch als Tipp gegeben, ich kann doch ein Bett bauen, bevor ich irgendwie in einem krassen Kampf bin. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee. Weil dann können wir da immer spawnen. Warte mal, jetzt habe ich bei meinem Bett oben gar nicht geschlafen. Zählt das dann trotzdem als Spawnpunkt? Nur wenn ich es gebaut habe? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, Scotty, wir haben ein Problem. Na egal. Wir werden schon überleben. Ja. Gut, also. Da war ich ja auch gewesen. Wir laufen jetzt einfach zur Straße einmal rüber. Autsch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir laufen dann einmal rüber und dann schauen wir einfach mal. Also Hartholz habt ihr gesehen, habe ich gelegt. Aha. Der ging schnell. Aber die müssen wir auf jeden Fall auch noch fertig machen. Also wir müssen noch ganz viele Tiere jagen und so ein Kram. Oder noch ein Schwein gehört, oder? Das Ding ist, wir brauchen sehr viele Hasen. Ne? Wir brauchen insgesamt 20 und ich finde kaum Hasen. Nice. Ist mir einfach davor gelaufen. Sieht alles sehr belebt aus. Also an so Ressourcen mangelt es nicht, ne? Es gibt genug Beeren, genug Äste, genug Steine, genug Bäume, Sträucher, alles Mögliche, aber kaum Tiere und noch weniger Gegner. Leider, leider. Aber es macht trotzdem Spaß, Leute. Was soll ich euch sagen? Es macht mir trotzdem Spaß. Ich hatte ja Planetarius gespielt. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das habe ich auch umgetauscht, muss ich zugeben. Ich dachte erst, oh, das ist interessant, aber ich weiß nicht. Nee, das hat mich nicht so abgeholt. Oh, warte mal. Kristalle, die draußen wachsen. Na dann. Mal, war da auch was? Oder habe ich mich nur eingebildet? Nee. Das war pure Einbildung, aber warte mal, wir könnten vielleicht noch mal Baumwolle mitnehmen. Davon habe ich nicht so viel da. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kisten. Ich sollte mir irgendwie einen kleinen Lagerraum bauen oder so. Warte mal, Kristalle. Da. Ja, dann. Kloppen wir mal Kristalle. Die sollte ich jetzt nicht alt werden lassen. Cool. Obwohl, ich habe so viel Staub. Wir können irgendwie kaum was damit anfangen. Ich habe noch Kristalle in der Base. Hier ist auch noch neue Kristalle. Ich weiß nicht, brauchen wir irgendwann Unmengen von Ambrosia-Staub? Ah ja, für die Barren, ne? Klar. Kann ja anscheinend Barren daraus machen irgendwann. Und daraus dann schöne Rüstung. Gut. Schön, dass die hier wachsen. Ich mache mir auch mal hier einen Screenshot, damit ich den Ort weiß. Ich weiß nicht, wann der Kram nachspawnt. Aber in Kupfer habe ich geguckt und da war nichts. An derselben Stelle, da war leider nichts. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Ansonsten Kupfer und so finde ich echt gar nicht, ne? Also Ressourcenquellen, die wichtigen, nimmt man irgendwie überhaupt nicht. So gut wie nicht. Oh, warte mal. So. Noch gutes Timing. Ah, guck mal da. Lass mich raten, da ist nur Gold. Kein Rezept, sondern Gold. Ich tippe auf Gold und dir. Ah, oh, aber. Oh, beides. Gut. Da waren wir alle Gewinner. Das, oh. Ja, das ist schön, dass ich jetzt ein Rezept habe für so einen Granatapfeltrank. Aber ich habe immer noch keinen Granatapfel gefunden. Und wir brauchen ja auch hierfür, wo war es? Genau hier. Granatäpfel.
10 Stück. Ich weiß nicht, ob das Granatäpfelsamen waren oder Granatapfel an sich. Würde ja auch bei der Quest dann stehen. Aber ja. Ich brauche Granatäpfel. Werden wir bestimmt auch irgendwann noch finden. Warte mal, hier haben wir auch noch eine Insel. Und da ist auch ein Gebäude. Oder eher eine Ruine oder was auch immer. Das sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja. Weil das sieht mir wichtig aus. Wahrscheinlich der nächste Schrein, wo ich wieder nicht rein kann, weil ich ja wieder irgendwas erfüllen muss. Ach, guck mal hier. Ups. Cool. Screenshot machen, weil wir keine Markierung setzen können. Danke. Die sollte ich alle mitnehmen. Da haben wir gerade noch von gesprochen. Dann können wir nämlich auch in den einen Dingen rein. Das können wir sogar heute machen. Ich wollte eigentlich noch weiter erkunden erstmal, ne? Wenn ich hier schon ein bisschen nördlich bin. Ach, sogar Hartholz gibt's. Es gibt mir sogar Hartholz. Interessant. So haben wir es bei einiges. Sehr nice. Ist mit weniger gerechnet. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir mitnehmen können. Können wir uns sogar vielleicht noch ein paar... Hallo? Tränke machen. Ach, leckere Granatäpfel. Mögt ihr Granatäpfel? Ich zu meinem Teil ja. Aber hol ich mir nicht so oft. Sehr selten. Das mit den Kernen ist jetzt auch nicht so ein Rumgefummel. Man muss einfach eine Technik wissen. Bei diesem Sprung einfach so ein Viereck reinschneiden. Das rausholen und dann das, den Granatapfel einfach aufklappen. Das sind relativ easy und dann kann man die Kerne ganz easy rausholen. So ein kleiner Tipp. Kriegt ja noch ein Lifehack von mir. Guck mal. Und ich mag's, weil die hier halt so immer so schön sauer sind. Aber es ist ja selten. So, also, was haben wir denn hier? Achso, oh, das sind ja Gegner. Gut, machen wir einfach von oben den hier. Das war lustig. Das haben wir noch ganz gut hinbekommen. Und was brauchen wir hier zum Aufmachen? Ich will herein. Das gibt's doch nicht. Ah. Aha. Ja, da, das dauert noch. Das dauert leider noch. Ich will da rein. Aber das ist, glaube ich, nur eine Kiste drin, ne? Ich kann ja so ein bisschen reinspicken. Ein Feuer. Und eine Kiste. Wenn ich aber am Feuer auch noch was machen kann. Wahrscheinlich nur die Kiste einsammeln, ne? Aber gut. Dann haben wir das auch schon mal. Müssen wir die ganzen Ziele erstmal erfüllen. Dann geht es erstmal weiter. Wir könnten zwar diesen einen Schrein rein, aber da kriegen wir wahrscheinlich eh nur... Ups, sorry. Ein Rezept. Und jetzt nochmal da runterlaufen. Das können wir demnächst machen, wenn wir mal vielleicht so... Zack, und dann gehen wir in die Wüste rein mit einer besseren Picke. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier entlang. Dieses Gebiet. Richtung... Dunkelwald einmal rum und dann durch den Dunkelwald eventuell durch. Ich glaube, das könnte eine gute Idee sein. Wir müssen ja so oder so nochmal den... Oh, hier gibt es sehr viele. Komm, bist du nämlich noch mit.
Also merken Leute, hier gibt es... Oh, geil. Okay, hier macht mir einen Screenshot. Die ist sehr wichtig, die Stelle. Hallo? Ja, dann können wir mit der besseren Picke in die Wüste gehen. Und können dann die neuen Vorkommen abbauen. Ich weiß nicht, ob das Stahl sein soll oder Zinn. Ich denke mal wahrscheinlich Zinn. Bin ich mir auch nicht sicher. Aber... Da haben wir doch schon mal gute Beute gemacht. Wir haben unsere Granatäpfel. Wir haben unser Kupfer. Ich bin zufrieden. Aber ich glaube, ich muss gleich für Platz sorgen, ja. Muss ich doch unnötigen Kram rauswerfen. Also davon haben wir genug. 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 50er Stack können wir gerne mitnehmen. Die Beeren. Das können wir erstmal alles so lassen. Obwohl dann die Dunkelwald, weiß nicht. Vielleicht sollten wir dann die Beeren rauswerfen noch. Schauen wir mal. Komm. Warte mal. Wie viel können wir denn stacken von denen hier? Dann würde ich sagen, also machen wir noch mal den ganzen Stapel voll. Damit sich das doch lohnt. Bestimmt auch 50, ne? Was sind das? Raspberries, ganz normal. Müssen wir nicht sammeln. Ich muss einmal testen, ob der auf 50 geht oder auf 60. Aha. So. Gut. Gut, gut, gut. Also, wenn ich nochmal welche brauche, dann weiß ich, hier gibt es ohne Ende. Aber ich denke, 50er Stack reicht erstmal vollkommen. So. Schauen wir mal. Dann machen wir mal Lucky Lucky. Wir müssen jetzt auf jeden Fall das hier eigentlich auch noch einmal durchkämmen. Ich würde sagen, wir machen einmal so und gehen dann zurück in die Basis, damit ich erstmal mein Inventar wieder schön frei machen kann. Die neue Picke machen kann. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder einiges gesammelt. Neuen Schrein gefunden. Und das ist schon ganz gut. Oder es gibt Zinn im Dunkelwald. Das kann natürlich auch sein. Ich denke, ich muss als nächstes auch in den Dunkelwald gehen. Das heißt, wir machen so. So eine Geschichte, wie ich gerade gezeigt habe. Oh, warte mal. Hier müssen wir auf jeden Fall auch hin. Das ist doch Neptun. Neptun. Poseidon. Oder Neptun? Nee. Poseidon. Ist doch der gute alte Poseidon. Da sollten wir definitiv hin, weil da auf der Insel gibt es zu 100% irgendwas Nettes. Aber erstmal machen wir hier. Oder sollen wir da hingehen? Ja, nee, ich würde sagen, was kombinieren wir dann mit dem Dunkelwald? Ich will jetzt nicht mit meinen fast... voll im Inventar hingehen. Warte mal, wir könnten aber einen Platz schaffen, indem wir einmal... So. Okay. Ach, guck mal da hinten. Das sieht doch schön aus. Dann werden wir noch mal ein bisschen staublos. Ja, hallo, hoch, danke. Die nächste Schale... Wunderbar. Deswegen, Leute, immer Staub mitnehmen. Laufen wir einfach mal hier den Berg hoch. Und schau mal, was... Ach, guck mal, da eine Kiste. Dann kriegen wir bestimmt wieder ein bisschen Gold und ein Rezept, oder? Oder nur Gold? Nur Gülden? Nur Gülden. Cotton. Können wir noch ein bisschen was sammeln? Mit dem Gelben eigentlich auch, ne? Wenn wir dann noch Platz haben, dann her damit. So. Gut. Warte mal, ist am Strand? Ne, ist ein Busch, ist das, oder? Ja. Da ist nichts.
Oh, warte mal. Fleisch, ach da. So. So, obwohl das gar nicht mal so weit weg, ne? Ja, komm, wir gehen rüber zu Poseidon. Oder ist noch eine Kiste? Ja, komm, machen wir. Was soll's? Einfach mal rüber. Aber Nachtkisten irgendwie im Moment gar keine, ne? Oh. Neues Rezept. Nachtkisten aktuell gar nicht. Also wir müssen auf jeden Fall auf dem Rückweg dann irgendwie so laufen am besten. Ein bisschen Platz haben wir noch, zur Not werfen wir einfach halt ein paar Beeren raus und so, ne? Dann können wir nämlich in der nächsten Folge schön in Ruhe in den Nachtwald hinein. Und hier am Fluss könnte doch bestimmt irgendwas Interessantes sein. Hallo, hoch. Ja, super. Das gibt's doch nicht. Ich häng fest. Nein! Ich häng fest. Oh no! Ich hör's euch, ich häng fest, Leute. Ernsthaft? Es geht. Oh nein. Ich häng einfach fest. Nein! Hat der irgendwo gespeichert? Kann man sich entstocken? Unstuck. Oh ja. Oh. Ich dachte schon, es ist vorbei. Oh, zum Glück haben diese Funktion. Das wäre jetzt echt bitter gewesen. Entweder hätten wir... Oh, warte mal, ich wollte dahin, genau. Entweder hätten wir ein komplettes Problem gehabt. Der Spielstand wäre komplett hinüber. Oder, man hätte nochmal jetzt viel wiederholen müssen. Hallo? Aber zum Glück haben wir diese Möglichkeit. Ich war schon kurz vorm Ausrasten. Stellt euch mal vor, der hätte jetzt automatisch gespeichert und wir hätten ja keine Möglichkeit mehr gehabt, irgendwie da rauszukommen. Und hätten alles von neu machen müssen. Da hätte ich nicht so riesen Bock gehabt, sag ich euch ehrlich. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, aber Bock hätte ich nicht gehabt. Oh gut. Es ist nochmal gut gegangen. Schaffe ich es rüber? Ich denke ja. Wenn wir nur auf Schwimmen gehen, ja. Komm, einmal regenerieren. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ja, das sollten wir eigentlich ohne Probleme schaffen. Nicht tauchen, mein Freund. Grüß dich, Poseidon. Siehst aber nicht gerade gut aus. In anderen Spielen siehst du besser aus. Wir gehen nochmal gleich zur Statue vorne, ob da vielleicht eine Kiste ist oder so. Ja, wir haben es gleich. Das hat perfekt gepasst. Ja, irgendwas da hinten. Irgendwas ist da bestimmt. Dann muss ich mir diesen Torbogen auf jeden Fall merken. Hier. Das könnte auch sehr interessant sein. Aber erstmal fliegen wir ja rüber. Zu unserem guten Freund Poseidon. Aber da scheint nichts zu sein. Ich hätte gedacht, hier ist eventuell irgendwas. Vielleicht fliegen wir mal auf die Statue herauf. Auf seinen Kopf wäre ich gerne. Na, ernsthaft. Gut. Keine gute Idee. Aber habe ich gerade nicht so ein Glitzern gehört? Ach, das ist meine Rüstung. Oder warte mal, auf der Schulter sollten wir doch landen können. Ohne festzuhängen.
Ja. Dann auf Kopf. Und dann noch ein Spitz. Auf Dreizack. Spitzhack natürlich. Gut, hier haben wir eine schöne Aussicht. Aber, ja. Da scheint nichts zu sein. Okay, dann gehen wir mal rüber. Dann machen wir mal Luki Luki auf der Insel. Ein bisschen regenerieren. Entspann dich. Und das ist noch ein Stück Insel. Vielleicht gehen wir erstmal zum kleinen Stück der Insel. Wunderbar. Und dann schauen wir mal. Aber irgendwas muss hier auf jeden Fall sein. Hier ist nicht umsonst eine Statue und ein großes Stück Insel und ein kleineres. Aber ich befürchte, dass auf dem großen nichts ist. Und auf dem kleinen ist dann nur eine Truhe. Wir laufen trotzdem erstmal da oben lang. Einfach mal, um zu schauen, ob da nicht doch irgendwas ist. Denke zwar nicht, aber man weiß nie. Nochmal Kupfer wäre cool. Nochmal eine dicke Ladung Kupfer. Cool, neuen Skillpunkt. Nochmal 5% weniger Ausdauerverbrauch. Sehr nice. Das gefällt mir. Einmal dahinter schauen, man weiß nie. Aber sieht tot aus. Nein, gar nichts. Einfach überhaupt nichts. Das heißt, da hinten ist was. Let's go. Okay, let's go. Komm schon. Du hast es fast, oh, geschafft. Aber ist echt gar nichts, ne? Nicht mein Tier. Kein Tier, kein Gegner. Ja, die Welt ist noch, ihr seht, ist ziemlich, ziemlich leer. Aber es ist Early Access. Die haben einige gute Sells gemacht. Gute Bewertungen. Jetzt müssen die sich nur dran halten, ne? Jetzt müssen die Entwickler des Spiels sich einfach nur dran halten. Mehr Gegner reinhauen, mehr Tiere reinhauen. Mehr Orte zum Entdecken reinhauen und dann könnte das Spiel wirklich was werden. Bausystem trotzdem noch ein bisschen mehr einarbeiten. Ernsthaft? Ernsthaft? Für dich bin ich gekommen? Hat gar keinen Sinn. Ja, super. Ernsthaft? Keine Belohnung? Ist irgendwie traurig. Nicht mal eine Kiste. Obwohl das so mit einer fetten Statue hier ist, ist einfach nichts. Das ist frech. Ernsthaft jetzt? Anscheinend ja. Ich habe aber. Das kann nicht wahr sein. Noch was übersehen haben. Aber nein. Ist absolut 0, gar nichts. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr wisst, wie der Hase läuft, Leute. Wie immer, bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.